zu einem neuen Video bei Projekt Millionär. Ja, heute mal ein Vorortvideo in meiner, ich sag mal, Problemwohnung momentan. Da ist ja vor kurzem die Mieterin ausgezogen und die steht im Moment leer. Und ich bin jetzt heute auch das erste Mal seitdem in der Wohnung drin und wollte euch einfach mal mitnehmen. Was sind die Probleme generell? Und zwar sind hier die Fenster zum Teil undicht und bei Starkregen kommt immer mal wieder Wasser in die Wohnung. Die Gauben bzw. das Dach sind auch schon in die Jahre gekommen und es wird schon lange Zeit mal wieder hier das Dach neu zu machen, aber die Gemeinschaft sagt immer, das wäre bis jetzt nicht nötig. Wenn ich aber so ein Loch hier in der Gaube sehe, ich hoffe, das kann man jetzt ganz gut erkennen, dann denke ich, sollte da langsam mal was gemacht werden. Momentan ist es so, ich habe mit dem Verwalter des Gebäudes gesprochen, ist die Wohnung nur schwer zu vermieten. Das liegt halt daran, dass halt mal wieder eine Eigentümergemeinschaft einberufen werden muss, aufgrund des Zustandes des Dachs. Und das kommt jetzt demnächst, und bis das Dach gemacht ist, dauert es sehr, sehr wahrscheinlich noch, wenn es überhaupt dazu kommt. Ja, das sind die Probleme hier im Moment. Wenn dieses Dach hier gemacht wird, dann wird das sehr, sehr teuer. Wahrscheinlich wird es auch eine Sonderumlage geben müssen. Und das sind so die Probleme im Moment. Wenn das Dach gemacht wird, kann ich in dem Moment ja natürlich auch hier keinen Mieter reinsetzen. Vielleicht wird das erst nächsten Frühling und wahrscheinlich wird es so sein, dass die Wohnung bis dahin leer steht. Ich meine, klar, das kann ich jetzt von dem Finanzamt, sage ich jetzt mal, absetzen, also von der Steuer nächstes Jahr. Aber im Moment macht das keinen Sinn, hier einen neuen Mieter reinzusetzen und das ist sehr, sehr traurig. Was auch sehr traurig ist, der Zustand, wie mir hier die Wohnung übergeben wurde. Der Verwalter, den ich beschäftige, der hat die Übernahme für mich gemacht und ich sag mal, es sind auch keine großen Schäden von den Mietern her entstanden, aber dafür, dass diese Dame angeblich, wie sie mir damals sagte, einen Putzfimmel hat, zeige ich euch jetzt mal ein paar Eindrücke hier von der Wohnung. Also, wenn ich schon alleine sehe, wie hier die Herdplatte aussieht, dann frage ich mich, wo dieser Putzfimmel sein soll. Wahrscheinlich nicht im Haushalt. Ja, was mich auch ein bisschen stört hier, so Aufkleber, die sie da hinterlassen hat. Gut, da wusste der Verwalter jetzt nicht, wie der Originalzustand aussah. Das heißt, im Endeffekt werde ich das alles entfernen lassen oder selber machen, mal schauen. Ich mache jetzt hier ein bisschen sauber heute. In einem Zimmer habe ich schon angefangen, das ist hier das Kinderzimmer, wo wir drauf zugehen. Auch mal die Fenster geputzt. Wie gesagt, am besten traut ihr keinem, der sagt, er hätte einen Putzfimmel. Also wenn ich dann sehe, hier an der Heizung, da war gerade noch ein Farbfleck dran, das kann man auch mal mit dem Fingernagel wegkratzen und sauber machen. Gehen wir jetzt mal ins Schlafzimmer rein. Da seht ihr, wie dreckig es hier noch ist. Und ja, das sind so die Nachteile als Vermieter. Damit muss man klarkommen. Die Mieter, die hier drin waren, waren relativ lange drin, das ist ja schon mal ganz gut gewesen, aber ich sag mal so, wie die hier die Wohnung hinterlassen haben, so würde ich es nicht tun und so sollte man das auch nicht machen. Ja, wir haben 90% der Kaution zurückgezahlt. Ich werde mal mit dem Verwalter reden, weil die restlichen 10%, finde ich, sollten nicht zurückgezahlt werden nächstes Jahr. Ja, das sind so die Eindrücke. Hier ist noch eine Abstellkammer. Werde ich jetzt alles mal putzen und dann ist der Plan, dass wir diese Wohnung sehr wahrscheinlich verkaufen werden. Die 10 Jahre sind rum, das heißt, wir könnten steuerfrei die Gewinne mitnehmen und da die Gemeinschaft hier nicht wirklich in die Pötte kommt mit den Problemen, die es gibt, ist der Gedanke, dass wir zumindest versuchen werden, die Wohnung zu verkaufen. Für jemanden, der hier zum Beispiel selber wohnen möchte oder als Einsteigerinvestment. Es ist recht ländlich hier, aber wenn man mit einem Auto unterwegs ist, dann kann man alles
eigentlich ganz gut regeln. Dafür hat man hier schön seine Ruhe. Also wer das mag, ist natürlich hier sehr gut aufgehoben. Ja, das sind so die Eindrücke aus der Wohnung. Was sagt ihr dazu? Wie groß sind die Chancen, dass ich die Wohnung hier verkauft bekomme? Ich weiß, alles ist so eine Frage des Preises. Ich kann euch noch ein paar Eckdaten nennen. Wir haben die Wohnung damals für 47.000 Euro gekauft, haben damals 16.000 Euro direkt in die Renovierung reingesteckt, mit neuen Heizkörpern, neuem Laminat, neue Stromverteiler, neue Steckdosen. Also da haben wir richtig Geld reingesteckt und der Plan ist so, wenn man die Inflation noch mit einkalkuliert, über die 10 Jahre, die es jetzt her ist, ist so der Plan für 90.000 ungefähr die Wohnung ins Internet zu stellen. Ja, okay, das war's so fürs Erste. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gerne ein Like da lassen. Ich mache jetzt hier noch ein bisschen sauber, schieße ein paar Fotos und dann gucken wir mal, dass die Wohnung vielleicht morgen schon im Internet steht. Ja, genau, lasst ein Abo da, wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt in Zukunft. Ich würde mich freuen. Bis dahin, alles Gute.